Hallo. So, ich glaube, das gibt wieder. Es gibt seit längerem mal wieder ein Video auf meinem Uncut-Kanal. Wir haben jetzt gerade vorher ein Video aufgenommen auf meinem Hauptkanal, wo ich letztendlich auch gerade das Mikrofon eigentlich als Testvideo verwendet habe und ohne dass ich mir den Test jetzt anguckt habe. Ich nehme jetzt hier ein Video auf für meinen Uncut-Kanal, ohne dass ich weiß, ob der Ton überhaupt brauchbar ist oder nicht. Ja, aber ich war jetzt gerade schnell auf der Post und habe meine Krankmeldung weggeschickt. Ich weiß, ob ich auf meinem Uncut-Kanal schon überhaupt erzählt habe, dass ich auch von der Zeitarbeitsfirma gekündigt worden bin. Also ich war ja beschäftigt in einer größeren Firma, wo es eigentlich von der Arbeit her nach einem Jahr über Zeitarbeit war ja die Arbeit dann irgendwo okay. Dann habe ich ja mein Meister etwas penetriert, weil ich dann übernommen werden wollte, weil ich weg von der Zeitarbeitsfirma wollte, dann hat ja mein Meister mehr oder weniger dann halt kündigt und meiner Meinung nach unberechtigt und unbegründet. Dann haben die kurz drauf von der Zeitarbeitsfirma auch eine Kündigung gekriegt. Aber scheinbar immer so. Die suchen dann zwar was anderes von mir, aber die musst du erstmal kündigen, dann musst du erstmal dein Recht Urlaub nehmen. So, habe jetzt meinen Recht Urlaub jetzt ja genommen, habe mir dann aber selber gleich eine andere Arbeit gesucht und das hat auch geklappt. Also der Arbeitsvertrag mit so ist schon unterschrieben. Da fange ich nächste Woche am Freitag mit Spätschicht an. Also sprich, ich fange am Freitag an und schaffe gleich mal das Wochenende dann durch. Ist ein komisches Schichtmodell, 7 Tage arbeite, 2 Tage frei. Und in den 7 Tagen sind die ersten 2 Tage, glaube ich, immer Frühschicht, dann 2 Tage Spätschicht und dann 2 Tage Nachtschicht. Und je nachdem, welche Schicht dann aufs Wochenende fällt, die Schicht, das ist dann immer 3 Tage. Also kann sein, dass ich 3 Tage Frühschicht dann, wenn es am Wochenende ist, oder dass ich 3 Tage Spätschicht dann, so wie jetzt wahrscheinlich anfangs sind es glaube ich 3 Tage Spätschicht, dann Nachtschicht und dann sind die 2 Tage frei. Ist halt willkürlich, das kann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, keine Ahnung. Irgendwann habe ich halt 2 Tage frei, das heißt am Wochenende bin ich eigentlich dann sehr oft, fast immer eigentlich beim Schaffen. Finanziell lohnt sich das natürlich, weil man kriegt mal für Sonntag Sonntagszuschlag, man schafft dann aber auch an Feiertage, gibt es Feiertagszuschlag. Finanziell eigentlich ganz interessant, aber wenn man halt mit Wochenende oder am Wochenende mit irgendjemand was unternehmen will, da ist das halt nicht gut. Und ich hätte in der Firma schon ein paar Jahren anfangen können. Habe ich aber dann damals dankend abgesagt, weil meine Kinder halt einfach nur schulpflichtig waren, da wollte ich das nicht machen. Jetzt sind meine Kinder nicht mehr schulpflichtig, jetzt kann ich das machen. Vom Stundenlohn her verdiene ich jetzt nicht unbedingt das, was ich gern hätte, aber durch das, dass ich auch viel am Wochenende schaffe bin und jetzt ständig auch mehr arbeite, sind im Schnitt 2-3 Tage mehr pro Monat als wie normal, also 40 Stunden pro Woche. Und durch das, dass man halt immer 7 Tage im Stück schafft, hat man im Prinzip 2 Tage mehr, als wenn man normal irgendwo 40 Stunden pro Woche arbeitet, weil sich das Wochenende einfach verschiebt. Ja, und körperlich definitiv ein viel leichterer Job, nicht mehr so anstrengend.
zuletzt war, das war körperlich, das war echte Schufterei. Ja, mal wieder ein kurzes Video von meinem Uncut-Kanal. Einfach, ja, dass man halt auch da sieht, dass es irgendwie weitergeht. Weil ich glaube, ich habe da jetzt echt schon ein paar Tage nichts mehr hochgeladen. Ja, und zugleich war das jetzt auch ein Testvideo von dem Mikrofon Boya BY-M1. Das war jetzt das Mikrofon, was ich jetzt bei der Autofahrt verwendet habe. Meine Fenster war jetzt im Auto nicht ganz auf, aber ja, ein Spalt auf. Hier darf man gerne irgendwas in die Kommentare schreiben, zum Beispiel ob das Mikrofon okay ist oder ob ihr sagt, ja, das ist nicht so gut. Was sonst den Test dazu, dann findet ihr eigentlich auf einem anderen Kanal von mir, aber ich glaube, ich habe noch gar nichts auf dem Kanal noch gar nichts gesagt, wo man mich normalerweise findet. Ich sage in dem Fall tschüss, wir sehen uns im nächsten Video.